36.000. So, dann können wir jetzt hier vielleicht mal den Umtopf verbauen. So, und das Ding benötigt einen Arzt. Personal. So, jetzt haben wir eigentlich jedes Zimmer, glaube ich, einmal gebaut bei uns hier. Können wir mal gucken. Neue Knochen, müde Knochen. Okay, das braucht eine aktuelle Ausbildung. Dum, dum. Bum, bum, bum. So, da kommt ein Vertopfter. Können wir auch noch mal einen Assistenten einstellen. An der Kardiologie wird ein Krankenpfleger benötigt. Assistent. Nicht hier noch Geld. Sind meine ganzen Ärzte hin, ey. Instandhaltungsdurchsage. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. Okay. Viele Patienten stehen vor Ärztenzimmer. Ja. Okay, eine Aufgabe abgeschlossen. Ein Arzt wird in der Psychiatrie benötigt. So, jetzt hier schön laufen. Schneller, schneller. Dum 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 dum. So, wir müssen noch 12 Leute ausbilden.
Stubentiger? Versuch's mal mit Bürolöwen. Kein Schreibtisch ist sicher, wenn diese Miezen an die Arbeit gehen. Auf nicht so leisen Toten wühlen sie sich problemlos durch jeden Papierkram. Miau! Die Bürolöwen. Jetzt täglich auf Bungle Kids. So, gucken wir mal, ob wir alle Zimmer haben. Aufnahme, natürlich haben wir nicht. Einmal Kardiologe, eine Station, eine Psychiatrie, ein Pausenzimmer, eine Toilette, eins und den anderen haben wir auch alles eins. Erstmal Käffchen trinke. Erstmal eine Runde flirten. Willst du mal meiner Perle umspielen? Einstellen, Arzt, Psychiater. Aktuelle Ausbildung. Gönnen Erfahrung gesammelt, sie kann ihren alten Assistenten befördert werden. Sobald sie die benötigte Weiterbildung, eine neue Qualifikation wird eine Fähigkeit verbessert. Okay, wird jetzt weiterbilden. Das hier. Scheiße. Was ist das denn? Kundenbetreuung. Tja, müssen wir noch kurz warten. Brauchen erstmal wieder Geld. Und dafür hat der jetzt hier erstmal ein Update. Danke, was ist mit dem hier? Der hat noch kein Update. Ach, 1000 haben wir plus gemacht. Und Skandalen aus der ereignisreichen Geschichte unseres Kartens vorstellen. Also Leute, anschnallen und gut festhalten. Heute geht nämlich die Post ab. Nee. Sind da meine ganzen Ärzte hier, ey? Achso. Mhm.
Bau noch ein bis zwei Diagnosezimmer, warten zu viele. Das ist hier aber Ärztezimmer. Diagnose ist das hier. Ich brauche auf jeden Fall. Hab halt kein Geld. Ja. Grüß dich erstmal. Guck mal hier. Oh ja, genau. Nee, jetzt nicht. Okay. Ein Sunny Boy, der uns versichern soll, dass alles in Ordnung ist. Ich kaufe den. Ich mache hier gerade diese REMX-Aufgabe. Das ist ja nicht mal die Hauptaufgabe, oder die hat das Haupt. Die Hauptmission sind es ja nicht, sondern so eine Zusatzmission. So, man kann halt echt irgendwie nicht so viel machen, weil man kein Geld hat. Kann man eben nur gucken. Oder wir erhöhen die Preise noch mal ein bisschen. Hier, Preise. So. Ja, ja, freie Weiterbildungsplätze. Aber ich kann jetzt nicht weiterbilden, weil. Oder meinst du hier diese Ärztezimmer? Ich habe halt kein Geld. Dafür, ich mache andauernd Plus, aber dafür gehe ich ganz schön ins Minus. Ist es hier warten 11 und hier warten 10 oder was? Oder ist das insgesamt für den Bereich? Das habe ich bisher noch nicht so rausgefunden. Aber ich glaube eher, das ist hier für den gesamten Bereich. Ich habe halt zu wenig Leute oder zu wenig Patienten, die halt hier das hier, weil, also die durch diese Dinger hier oder durch das hier, habe ich halt nicht genug per Station. Da kriegst du halt richtig Geld, 4000 oder sowas, ne? Und wenn die dann hier immer nur diese kleinen Zwischenziele machen oder Zwischenbehandlungen für 600 Euro dann pro Zimmer, okay. Ja, hast du recht. Das haben wir dann echt viel. Die kriegen ja dann hier immer nur 600, weißt du, hier 600. Oh, mal gucken. Bin ich mal gespannt. Alle öffnen. Oh, gar nicht so schlecht. Hab gedacht, ich bin schlechter. Okay, ja, aber ich habe halt kein Geld, ne? Um die Zimmer zu bauen. Und jetzt stirbt irgendwo einer. Da, der da. Ja, manche sterben halt auch. Ja, ich weiß, dass die alle warten, aber was soll ich machen? Ihr wisst vermutlich nicht, wie lange Tabitha Windsock schon unsere. Ich könnte einen Kredit aufnehmen, das stimmt. Also ich könnte einen Kredit aufnehmen. Dann muss ich das Zimmer hier. Ja, aber dann warten ja trotzdem noch 12, die verteilen sich ja dann nicht neu. 22. So, warte mal. In diesem Moment geht wieder etwas dann die Bühne. Und noch mach ich jetzt das so. Und bearbeiten. Das kommt jetzt hier hinten hin. Dann wird eh kein Ausgang hinkommen. So, und dann baue ich jetzt hier. Ach, kein Geld. Arztpraxis, ey. Thank you.
Ja, wenn ich gleich Geld habe, baue ich hier noch eine Arzt, baue ich hier noch ein Arztzimmer, jetzt zum Beispiel. Und noch einen schönen Schrank rein. Mülleimer, Feuerlöscher. Und eine Pflanze. Dann bin ich mal gespannt, ob ich jetzt dadurch mehr Geld bekomme. In meinen anderen Krankenhäusern hier, ups, warte mal. Hier so läuft es eigentlich ganz gut. Da habe ich aber auch von jedem Zimmer 2 bzw. 4 gemacht. Ich zeige dir das mal. Lower Bullocks. So, ja. Da habe ich halt hier 4, 2, 2, 2. Eine große Station. Was ist das denn hier? Ein Pausenraum. Keine Ahnung, warum der da ist. Aber ich mal umgebaut hatte. Ja. So, hier sieht's so aus. Naja, ich musste wieder zurückgehen zu dem anderen. Wie komme ich jetzt dahin eigentlich? EMX fortfahren. Naja, mal gucken, vielleicht geht es jetzt ein bisschen schneller. Ich muss ja eigentlich nur 20 Mitarbeiter ausbilden und 3 davon auf Behandlung 3. Aber da braucht man Geld. Annehmen. So. Scheinbar spielst du das Spiel ja auch. Hast du schon mal durchgespielt? Es gibt jetzt auch Two Point Campus. Hast du das schon gespielt? Vielleicht sollte mal hier jemand Blumen gießen. Nö. Nö, du hast es noch nicht durchgespielt. Nö, du hast Two Point Campus nicht. Oder hast du das Spiel überhaupt nicht? Keine Ahnung. Also ich denke mal, du hast das Spiel. Sonst würdest du es ja nicht so dich hier auskennen. Mann. Ja, da ist keine Wand. Du kannst da durchgehen. Noch nie gespielt? Okay. Ist aber eigentlich ganz lustig, das Spiel. Was spielst du denn so? Wo sind eigentlich meine ganzen Hausmeister hin? 2 Stück. So, man kann halt irgendwie echt nichts machen, außer zu gucken, dass man Geld kriegt, dass man Mitarbeiter ausbildet. Wenn ich natürlich Mitarbeiter ausbilde, dann. Ah, jetzt habe ich gerade mal wieder ein bisschen Geld. Mal gucken. Ah, hier ist aber jetzt echt was los auf dem Klo. Bedümp. Okay. Ich brauche noch 2 Patienten. Noch ein Patient. Bilde einen Assistenten aus. Ja, okay. 6.000. So viel habe ich noch nie plus gemacht. 6K Kohle wird was. Bim, 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 bim. So, was lassen wir uns denn? Verfügbare Kurse. Diagnostik 3.
Teilnehmer ein, aber da habe ich halt keinen drinne. Müsste ich dann extern holen. Ja, genau. Guck mal, wie teuer. 15.000 pro Teilnehmer. Das ist ja wohl übertrieben. Geht aufwärts. Ja, geht gerade ein bisschen aufwärts. War ein ganz guter Tipp vielleicht von dir. Mit noch einem Arztzimmer mehr. Kann ich irgendwo upgraden. Hier. Das Ding hier noch. Ich habe überall vertrocknete Pflanzen, Mann. Was ist hier los? Einstellen. Motivationshausmeister. Kannst gleich mal Blumen gießen. Bau noch ein Arztzimmer. Noch eins. Hier ist schon noch gut abgebaut. Also ab 6 wird. Also wenn du 6 hast, wird's ab. Wenn wir die Preise wenig senken würden, dann würde das unseren Krankenhausruf verbessern. Soll ich mal probieren? Einmal minus. Okay, so. Wir probieren mal. Läuft ja gerade ganz gut. Und noch ein Arztzimmer. Eieiei. Wohin? Okay. Fördern. Hier irgendwo stirbt einer. Ach, der da. Ne, ich glaube, so ist ganz gut. Weil du musst ja auch jedes Zimmer bedienen können mit Ärzte. Unsere Finanzmittel gehen zur Neige. Ich weiß nicht, ob wir unsere Rechnung waren. Alles gut, Alter. So viel Geld hatte ich schon lange nicht mehr. 20.000 annehmen. Objekte. Brauche ich hier sowas dahin? Können sie ein bisschen was kaufen? Ich würde noch eins bauen. Okay. Dann muss ich ja dieses Zimmer verschieben. Warte. Bearbeiten. Hup. Kopieren. Dann brauche ich noch einstellen, einen Assistenten und noch einen Arzt. Okay, gucken wir mal. Jetzt sind auf jeden Fall alle vier Dinger besetzt. Ist irgendwo ein, zwei, ja, siehst du da hinten. Habe ich ja irgendwo einen Arzt rumzulaufen. Da. Wir haben freie Plätze. Okay. Psychiatrische Ausbildung. Machen wir das mal. Ich brauche auf jeden Fall noch eine Psychiatrie. Dann setze ich das darüber, das da und dann das kopieren und da. So. So machen wir das, wenn ich mal wieder Geld habe. Das Ding. Hallo. Arbeiten. Junge.